Hallo, ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute haben wir uns vorgenommen, mal ein wenig Obsidian, ja, abzubauen und gleichzeitig auch herzustellen. Also wir schwingen uns dafür erstmal wieder in unser Loch hier hinunter, in unseren Höllenfahrstuhl, wie ich ihn ja getauft habe inzwischen. Und ihr seht schon, hier sind einige Wasser. Adern könnte man sagen, so ein paar unterirdische Seen, die wir ja, wo wir uns durchgegraben haben. Aber wie ihr ja auch wisst, ab und an mal gibt's dann hier den ein oder anderen Lavasee. Und so. Hier machen wir dann jetzt auch erstmal einen kurzen Stopp. Und ja, jetzt werde ich mal eben hier irgendwie Dreck oder sowas anwählen. Natürlich haben wir jetzt gar nichts mit. Ihr seht schon, ich bin mal wieder richtig gut vorbereitet und das ist auch hier ein richtig großer Lavasee, so wie es aussieht. Umso besser. Ich mache mal eben Licht. Und da oben springen schon ein paar muntere Skelette durch die Gegend. So, ich werde hier nochmal ein bisschen mehr Licht hinpacken. Und da oben haben wir Dreck. Gut, sehr schön. Denn den werden wir jetzt mal ein wenig abbauen. So, hier hoch mit uns. Und daraus werde ich dann ja so eine kleine Art Weg bauen, die das Wasser dann nehmen soll. Und natürlich soll das Wasser schön auf die Lava fließen, damit wir dann unseren Obsidian herstellen. So, hört sich doch eigentlich in der Theorie schon mal recht easy an, oder? Was meint ihr? Also gut, dann, na, das war jetzt nicht so gut. Fangen wir an. Und zwar bauen wir das hier so treppenartig runter. Die Lampe hier können wir eh wegnehmen. Die wird nämlich eh durch das Wasser dann ausgehen. Und ja. So. Ich hoffe mal, das klappt alles so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann nehmen wir den Dreck und bauen hier schön weiter. So. Immer so treppenmäßig. Und ja, hier wird das Wasser dann lang plätschern. So, das kann runter. Ist mir egal, wenn das in die Lava fällt. Kann ruhig verbrennen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie Steinmangel hier hätten oder so. Moment. So. Okay, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Ich hoffe mal, dass das so passt. Ich kann noch mal sicher gehen, indem ich hier einmal so hochbaue. Moment, klauen wir hier noch mal zwei Steine weg. Und, ach, hab sogar noch ein bisschen Dreck gehabt. So, okay. Also, wir nehmen unseren Spiegel. Ab nach oben mit uns. Und jetzt graben wir einfach die ganzen Löcher, beziehungsweise graben wir die ganzen unterirdischen Seen an. Hauen da, so, passt auf, ein kleines Loch rein. Sodass die abfließen. Und ja, unsere ganzen schönen Fackeln werden jetzt leider, 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 da abgetrennt durch. Aber ist gar kein Problem. Ist jetzt nicht so wild. So, hier bauen wir noch mal ein bisschen weiter den Abfluss. Soll ja auch alles schön mit raus. So, machen wir mal ein bisschen Licht. Oh, seht mal, hier oben ist noch mehr Wasser. Was kann es Schöneres geben? Meine Güte, wer hätte gedacht, dass wir uns mal so sehr über ein wenig Wasser freuen? So, jetzt habe ich hier leider ein. Nein! Ich baue hier immer einen zu tief. So, machen wir noch mal. Muss aufpassen, wenn ich runterfall. Genau so. Und einmal Licht an. Geht noch. Schön weiter hier drüben. Und jetzt muss ich auf dieser Höhe den Abfluss hier hinbauen. Na komm schon, geh doch mal hier hoch. Sehr schön. Und so, dann hätten wir das geschafft. Also hier haben wir alles so weit, ja, mitgenommen, was wir mitnehmen können. Und ach Mensch, das ganze Wasser hier braucht irgendwie seine Zeit, bis es hier runterschwappt. Aber ich hoffe mal, dass sich das alles so richtig schön lohnen wird, so wie wir uns das auch vorstellen. Also hier tropft es noch munter runter. Ich würde mal sagen, wir können in der Zeit dann auch mal hier wieder für ein bisschen mehr Licht sorgen. Denn wenn wir hier das nächste Mal runterfallen, muss es ja nicht schon wieder so finster sein. So, das Wasser kommt auch noch weg. Okay, ach ja, jetzt. Meine Güte, sind wir wieder mitten im Wasser gelandet. Also, das kommt weg. Ist nur eine kleine Pfütze gewesen, aber Kleinvieh macht ja auch Mist, bekanntlich. Und ja, hier haben wir uns damals noch so schön die Mühe gemacht, das alles so
abzubauen. Und jetzt, ja, öffnen wir hier die Schleusen einfach und sorgen dafür, dass der unterirdische See hier schön nach unten fließt. So. Und damit sorgen wir dafür, dass auch wirklich alles runterfließt. Also packen wir mal wieder hier ein wenig Licht hin. Das kann gleich weg. Ah, Moment, wieso... Wieso fließt du nicht nach unten? So, also an die physikalischen Gesetze solltest du dich dann schon halten, liebes Wasser. Okay, und hier geht's nochmal genauso weiter. Einmal hier alles schön abtragen und dann fließt die Suppe hier aber runter. Oh, okay, der See geht sogar noch ein Stückchen tiefer. Moment, machen wir mal eben anders. Graben wir uns hier nochmal ein Loch. Und hier muss ich mal wieder für ein bisschen mehr Licht sorgen. So, ihr wisst ja, wir haben Angst im Dunkeln. Naja, nicht wirklich, aber wenn es hell ist, ist es einfach alles viel schöner gleich. Okay, so, das dürfte dann genügen. Damit fließt der Rest des Sees hier auch runter. Und ich bin mal gespannt, wie viele Seen wir eigentlich hier noch haben. Also wenn man hier einfach immer nur sich so runterstürzt, dann fällt einem das gar nicht mehr auf mit der Zeit. So, du gehst weg. Den beschwören wir erstmal wieder, auch wenn der ja leider nicht mehr ganz so viel Licht macht, wie das vorher noch früher noch der Fall war. Oh, hier haben wir gleich die nächsten zwei Seen und oh Gott, die sind natürlich riesig. Die sind wirklich riesig. So, was haben wir hier? Geht's bis hier runter. Ah ja, jetzt muss ich mal eben... Moment, jetzt müssen wir hier wirklich noch ein bisschen mitdenken, Leute. Denn, wie ihr seht hier, müsste ich jetzt ein wenig... ich werde erstmal für Licht sorgen. So, erstmal Licht, dann haben wir das geklärt und jetzt arbeiten wir hier wieder mit Dirt und zwar einfach am besten hier so rüber, das sollte dann schon reichen. Kleine Treppe hier hin. Okay, jetzt könnte ich hier oben nochmal eine Lampe anbringen und jetzt muss ich mich hier wieder hochhangeln, aber ist ja gar kein Problem mit unseren Lianenkrams hier. So. Und jetzt baue ich mir hier mal einen Abfluss rein, so wie sich das gehört. Und das Wasser kann hier abfließen, sehr schön. Und, oh Gott, okay, da haben wir aber eine Menge Wasser, die da abfließen kann jetzt. Also hier mache ich auch nochmal, oh, ja, jetzt habe ich hier das Skelett mir natürlich selbst auf den Kopf fallen lassen. Also, so sollte es sein. Ey, da ist sogar noch eine Truhe, Moment. Die können wir uns nochmal schnell schnappen. Ist nämlich sogar eine goldene Truhe. Haben wir einmal Dynamit dabei. Hatten wir doch noch genau da. Dann haben wir einen der Schätze und so weiter entdeckt. Ja, Glowsticks brauchen wir nicht. Die schmeißen wir weg. Und den Magic Mirror, den könnten wir doch mal verkaufen. So, hier fließt jetzt erstmal ordentlich Wasser ab. Und ich befürchte, dass es eigentlich schon fast zu viel ist. So, wir machen mal hier erstmal Stopp, würde ich sagen. Da ist sogar schon irgendwie ein Piranha gespawnt in unserem kleinen Wasserfall. Okay, das fließt jetzt also ab. Und wir stürzen... Ey, ich sagte, wir stürzen uns mal hinterher. Aber immer schön langsam, nicht, dass wir schneller sind als das Wasser. Oh, hier hat sogar eine Fackel überlebt. Wie hat die... Hey, nee, doch nicht. Die lag da scheinbar nur. Okay, pinnen wir sie hier so ran. Und dann hier nochmal eine hin und hier nochmal eine hin. Na komm, lass dich wieder fallen. Und weiter geht der Sturz. So, immer schön runter mit uns. Naja, ganz so hell muss es ja hier auch nicht sein. Ich meine, eigentlich soll das ja auch, ist es ja auch eher dafür gedacht, dass wir einfach nur schnell nach unten kommen in die Hölle und da dann den Hellstone abbauen können. Ja, damit haben wir es geschafft. Ganz ehrlich, Leute, ich frage mich gerade, wo ist mein ganzes Wasser hin? Ein Obsidian. Das ist ein schlechter Scherz jetzt, oder? Leute, muss ich das jetzt verstehen? Ich verstehe es nämlich absolut nicht. Moment mal, ich werde hier nochmal... Na gut, das ist ein bisschen doof. So. Das gibt's doch nicht. Sagt mir jetzt nicht, dass das hier irgendwie eine begrenzte Reichweite oder sowas hat. Das wäre natürlich mal der totale Mist. So, hier runter mit dir. Vielleicht muss ich das irgendwie... The Blood Moon is Rising. Ja, interessiert mich gerade herzlich wenig. Muss ich ja ehrlich sagen.
So, hier kann das eigentlich nirgends runterfallen. So, mach mal hoch mit uns. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal nicht um den Blood Moon. Interessiert mich gerade wirklich nicht so wirklich. Aber wir haben ja diesen riesigen See. Also, wenn wir den jetzt anzapfen, dann, so, hier, stopp. Genau. Ja, komm du mir doch ruhig hinterher. Hast du keine anderen Freunde, die du nerven kannst? Also, so, hier die Lücke aufreißen. Und jetzt sollte es doch erstmal richtig schön hier runterfließen. Also, wir gehen mit runter. Leider sehen wir natürlich jetzt erstmal herzlich wenig. Aber wir sind immerhin mitten im Wasserstrom. Das heißt, dass wir eigentlich kein Problem kriegen sollten, diesmal mit ein wenig Obsidian herzustellen. Ich bin gespannt. Also, ich sehe genauso wenig wie ihr gerade. Aber wir hoffen einfach mal, dass sich das ordentlich lohnt. Ah, okay, hier sehe ich schon. Hier geht eine Menge verloren. So, bauen wir das hier mal so hin. Und hier drüben muss aber auch... Genau. So, jetzt fließt es hier schon mal immerhin schön runter. Also weiter runter mit uns. Mal schauen, wo wir das... Ach ja, jetzt kommt da noch ein Wurm hinterher. Ah, hier verlieren wir noch was, Leute. Oh, jetzt sehe ich gerade gar nichts mehr. Nochmal das Viech hier wieder beschwören. So, also hier kommt Dreck hin. Haben wir hier nochmal eine Quelle weniger, wo wir was loswerden. Oh, da kam ein Slime nach oben gerade. So. Okay, sieht alles ganz gut aus. Und ja, jetzt sind wir ganz unten. Werden hier auch gerade vom Skelett angegriffen. So, und jetzt... es fließt trotzdem so viel Wasser da rein, ohne dass es zu Obsidian wird. Das verstehe ich nicht, Leute. Machen wir es nochmal anders. Mache ich mir hier so ein kleines Teil hin. Ah, okay, vielleicht. Ah, ich sehe schon. Jetzt klappt's, jetzt klappt's. Ah, das war wahrscheinlich zu wenig Wasser auf einmal. Oder so. Wodurch das dann einfach sozusagen verdampft ist, könnte man sagen. Wir nehmen mal hier die Dirtblocks mit. Okay. Und jetzt sind wir bis ganz hinten durch. Ideal, Leute, ideal. Und jetzt wird das hier alles richtig schön aufgefüllt mit Wasser. Und ich kann jetzt hier loslegen und das Obsidian abbauen. So, genau so haben wir uns das vorgestellt. So wollte ich das Obsidian hier richtig schön abfarmen. Und jetzt klappt das auch genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Das freut mich natürlich. Und wir können unseren Obsidian-Vorrat hier mal richtig schön in die Höhe pushen. Okay, das war jetzt leider ein Stein, den hätte ich vielleicht nicht mitnehmen brauchen. Und, ah, ich brauche aber was anderes, und zwar Luft. So, hätten wir damit erledigt. Und ich werde mal eben die Glowsticks doch nochmal nehmen und hier ein paar hinschmeißen. Und zwar zum Beispiel hier. Und dann schmeißen wir einfach mal nach da hinten so ein paar. So, das Skelett taucht hier hinter mir her. Na komm schon, den killen wir kurz. Dann hole ich mir einmal kurz Luft. Und unser Wasserfall hat jetzt aufgehört. Aber schaut euch mal die Menge an Wasser an, die hier noch über uns thront. Also das sollte doch genügen, um zumindest einiges an Obsidian hier abzuernten. So. Ah, sehr schön. Die Sticks nimmt er jetzt auch nicht auf, wenn die da liegen. Hätte er auch nicht machen sollen. Also ich brauche nochmal ein bisschen Luft. Und dann geht's jetzt hier weiter. In der nächsten Schicht mit dem Obsidian und sehr schön, also das nimmt doch jetzt Form an. Ich glaube, in der Hölle hätten wir das übrigens nicht machen können, haben einige von euch mir geschrieben. Da, weiß ich nicht, vielleicht verdampft das Wasser da dann einfach oder so. Ist wahrscheinlich, damit man es nicht allzu einfach hat und auch nochmal irgendwie einen Lavasee dann abtragen muss, damit man an Obsidian kommt. Und ja, die Plackerei jetzt irgendwie mit Eimern hier durch die Gegend zu rennen, hatte ich mir erst überlegt, aber das ist ja totaler Schwachsinn. Da finde ich unsere Abflussmethode, die wir jetzt hier gerade verwendet haben, mal eben ein bisschen Luft schnappen, doch um einiges angenehmer. Und ja, wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue, dann sehe ich schon, dass wir beim nächsten Mal wohl auch noch ein wenig hier mit dem Obsidianabbau beschäftigt sein werden. Aber ist ja für einen guten Zweck, würde ich mal sagen, dass wir endlich eine neue, ja, Rüstung, vielleicht auch noch, neue Handwerksgegenstände, so wie die Axt zum Beispiel oder die Spitzhacke kriegen können. Denn da können wir ja nochmal ordentlich was rausholen dann, wenn wir die aus Hellstones bauen. Und das lassen wir uns dann natürlich auch nicht nehmen. Denn wir sind zwar schon langsam, nähern wir uns dem Ende der Fahnenstange.
was das Spiel hier betrifft, aber ich glaube, so ein bisschen was gibt's doch noch zu entdecken und solange wir noch nicht alles erforscht haben, werde ich auch mit dem Terraria-Let's Play natürlich nicht aufhören. Keine Sorge, Leute. So, ich würde mal sagen, das hier ist dann die letzte Schicht für heute. Wir ertrinken in der Zwischenzeit mal gerade. Ich rette mich nach hier oben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir jetzt an Obsidian gekommen sind. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht ihr euch noch einen schönen Tag. Ciao.